unser Hausbau in Nanjing weiter mit der Phase 4. Dies ist hier die Verschalung, wo später der Zement eingegossen wird. Und dazu wird der Draht dann untergelegt, um eine Stabilität zu erreichen. So, das wird die neue Toreinfahrt. Die wird später zementiert, damit wir dann unsere Fahrzeuge aufstellen können. Und hier ist das elektrische Tor, was rauf und runter fahren kann. Hier wurde Material verbaut mit den ganzen Löchern, damit die Lüftung besser geht. Und das alte wurde entnommen. Und hier unten wurde Sand hingelegt von vorne, damit später dann die Zementplatte bzw. Weg drauf gebaut werden kann. Damit wir immer einen sauberen Ausweg haben. Zurzeit wird hier das Dach mit den neuen Platten auch wieder hergerichtet. Hier sieht man noch die Ansätze. Und hier unten geht es dann später mit der WC-Anlage weiter. Hier kommt noch eine zweite Toilette unten hin im Garten. Und das ist der Kanal. Der Zementlaster ist da. Jetzt werden die ersten Platten gegossen für unser neues Zuhause. Super! Hier werden jetzt die Drähte verlegt für die Zementarbeit. Aber es geht wirklich voran.
Hier sieht man, dass der Zementlastwagenfahrer die Vorbereitung macht, damit dann der Zement da unten reinfließen kann, in diese Verschalung. Nun kann der Zement laufen, bis unten in die Verschalung. Weiter geht die Arbeit. Das Zement wird jetzt schön gerade verteilt, in jede Ecke. Und dann kann er später aushärten. Hier kann man es jetzt genau sehen, wie das dann gemacht wird. Wird erstmal hin und her gerüttelt, damit eine gerade Fläche entstehen kann. Thank you.
Jetzt wird einmal was getrunken bei der schweren Arbeit. Damit mal wieder ein bisschen Stärke reinkommt. Ausgeglichen. Heute kommt noch die Zementplatte für vorne für die Einfahrt noch rein und wird dann geglättet. Das sind die Vorbereitungen. Hier wird sehr schwer gearbeitet. Alles nur für diese Beton- oder Zementplatte. Hier ging es weiter mit einem Drahtgeflecht. Es wurde jetzt verlegt und später kommt dann wieder Zement drauf. Es ist nicht einfach, mit einem Zementlaster aufs Grundstück zu fahren und vor allen Dingen dann die richtige Position zu finden.
fest. Er hat sich festgefahren und der Kühler ist vorne auch kaputt, wahrscheinlich. Jetzt muss er das alles abmontieren, um weitermachen zu können. Arbeiten ging weiter mit der Verschalung für vorne, um die Zementplatte zu bekommen. Mühsam wird der Zement jetzt nach hinten gekarrt und dann weiter verteilt auf der Fläche. Und weiter ging es mit der Zementverteilung für die
Einfahrt. Nachdem der LKW und das Zementlaster weggefahren ist, wurden jetzt erstmal die ganzen Betonarbeiten weitergeführt. Und hier sieht man nämlich so ein bisschen, es wird hin und her gerüttelt und damit dann eine gerade Schicht entsteht auf der Betonplatte.
ging gut voran. Zum Schluss war alles soweit fertig geworden mit der Platte.